Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Lukas von Bestens.de und heute möchte ich dir in diesem Hands-on-Video den Bosch Nass- und Trockensauger Advanced VAC20 vorstellen. Ich möchte alle technischen Details im Video aufzeigen und dir das Produkt hier im Video präsentieren. Ich hoffe, ich kann dich bei deiner Kaufentscheidung motivieren. Hey, bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich dich auf etwas Kleines aufmerksam machen. Wir haben uns zu diesem Produkt verschiedene Anbieter angesehen und haben einen Preisvergleich durchgeführt. Das heißt, du hast unten in der Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt. Dort kannst du gerne mal draufdrücken und dir den Preis mal genauer ansehen. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß jetzt bei dem Video. Lass uns einen Kommentar da, lass uns ein Like da oder auch ein Abo. Darüber würde ich mich freuen. Und jetzt viel Spaß. Wir haben den Bosch Nass- und Trockensauger getestet. Er ist ein universell einsetzbares Gerät für das Reinigen von trockenem und feuchten Schmutz. Dieses Gerät hat einen Universaladapter, an welchem alle Bosch Elektrogeräte angeschlossen werden können. Schaltest du das Elektrogerät an, wird der Sauger in einem mit angeschaltet. Das ist sehr praktisch beim Bohren, Sägen und Schmirgeln, denn der Staub und Schmutz kann somit direkt beim Arbeiten von dem Bosch aufgesaugt werden. Der Sauger verbraucht nur dann Strom, wenn er auch wirklich benötigt wird. Bis zu 13,5 Liter Flüssigkeit sind für den Staubsauger überhaupt kein Problem. Der Behälter wird natürlich bei feuchtem Schmutz ohne Staubbeutel benutzt. Anders sieht es da bei trockenem Schmutz aus. Hier musst du zuerst den beiliegenden Staubbeutel anbringen. Trockener Schmutz soll laut Hersteller nur mit einem Staubbeutel benutzt werden. Dieser Nass-Trockensauger von Bosch hat eine 1200 Watt Nennaufnahme. Die maximale Saugkraft beträgt 260 Millibar. Das ist schon ein ziemlich ordentlicher Wert. Natürlich kommt es immer auf den Anspruch des Nutzers an. Die Angestellten einer Schreinerei würden wahrscheinlich über diese Leistung lachen. Aber für den normalen Hausgebrauch mit einer kleinen Werkstatt ist der Bosch unserer Meinung nach vollkommen ausreichend. Alle Produktdetails für dich auf einen Blick. Die Abmessungen liegen bei 46 x 39,5 x 53 cm. Das Gesamtgewicht liegt bei 7,6 kg. Du bekommst einen Saugschlauch von 2,25 Metern, eine Nennaufnahme von 1200 Watt, Volumen des Auffangbehälters 20 Liter, Lautstärke liegt bei 78 Dezibel, Ablassventil für leichtes Entleeren von großen Wassermengen, du bekommst eine Blasfunktion, ein antistatischer Saugschlauch, Zubehör kann am Gerät befestigt werden. Für das Kabel gibt es eine praktische Befestigung am Gerät, Steckdose mit Ein- und Ausschaltautomatik, Universaladapter für nahezu alle Bosch Elektrogeräte, maximaler Unterdruck von 260 Millibar, Luftstrom 70 Liter pro Sekunde. Das Gewicht ist nicht unbedingt das leichteste und wenn dann noch der Auffangbehälter mit Flüssigkeiten gefüllt ist, dann ist ein Tragen fast unmöglich. Dafür hat das Gerät allerdings sehr gute Rollen und ist in seiner Fahrbarkeit sehr beweglich. Ist der Behälter mit Flüssigkeiten voll, dann ist die Ablassschraube eine perfekte Lösung. Von der Handhabung her gibt es keine komplizierten Knöpfe oder Funktionen. Es gibt lediglich den Ein- und Ausschalter, die Steckdose für die Elektrogeräte und die Blasfunktion. Bei unseren Negativpunkten darf natürlich vergessen werden, dass es sich bei dem Bosch-Gerät nicht um ein Profi-Gerät handelt. Auch der Preis von etwa 114 Euro sollte nicht aus den Augen verloren werden. Aus diesem Grund bewerten wir hier lediglich ein Heimwerkgerät und kein Profigerät. Dennoch sind uns einige Dinge aufgefallen, die Bosch sicherlich auch bei diesem preisgünstigen Gerät hätte ändern können. Beispielsweise kann der Staubsaugerbeutel nicht richtig befestigt werden. Er ist uns mehrfach einfach aus der Halterung herausgerutscht. Dies hatte zur Folge, dass wir den zugesetzten Staubfilter ordentlich reinigen mussten. Der Schmutz hat sich zwar im Auffangbehälter gesammelt, dies ist allerdings nicht der Sinn des Beutels. Die Kraft der Blasfunktion ist wirklich sehr unterirdisch. Lediglich trockene Blätter, die sich nicht irgendwo verhaken, sind mit dieser Kraft zu pusten. Bereits bei feuchtem Laub oder gar kleinen Steinen ist von der Blasfunktion kaum noch etwas zu bemerken. Wir haben das Gerät in vielen Bereichen unseres Haushalts, aber auch in der Werkstatt und im Garten getestet. Das grobe Ergebnis ist, dass er eine hervorragende Saugkraft hat und eine echte Hilfe in jedem Bereich ist.
Solltest du dich also für einen nassen Trockensauger entscheiden wollen, dann bist du bei diesem Produkt genau richtig. Ich habe dir unten in die Videobeschreibung den aktuell besten Preis zu diesem Produkt verlinkt. Solltest du weitere Fragen zu diesem Produkt haben, dann schreib doch einfach in den Kommentarbereich rein. Ansonsten würde ich mich über jegliches Daumen hoch oder auch über ein Abo freuen. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dein Lukas von bestens.de.